Wir müssen jetzt gehen. Papa! Thiago, geh mit deiner Mutter zum Wagen. Nimm das hier. Es wird dich immer leiten. Ja, Papa. Wir werden bald nachkommen. Xavier, das Gemälde. La Maledictio. Hier lang. Signora, es ist zu spät. Gehen Sie. Nein, Papa! Signor, hier. Durchsucht sie. Natürlich. Paris im Frühling. Leidenschaft, Romantik, L'amour. Ich arbeitete für eine Kunstversicherung. Man konnte davon leben, gerade so eben. Und dann traf ich zufällig Nico auf einer privaten Ausstellung. Du hast mir nicht gesagt, dass du wieder in Paris bist, George. Gibt sicher viel zu erzählen. Lass uns mal essen gehen. Keiner rührt sich! Non, Monsieur, nicht la malédiction! Oh! Wieder einmal hatte Paris mir seine dunkle Seite gezeigt. Ein brutaler Diebstahl, ein sinnloser Mord. Nico und ich wurden wieder mal zusammen in ein neues und furchterregendes Abenteuer verwickelt. Der Galeriebesitzer war tot. Ich schätze, manchmal zahlt es sich einfach nicht aus, den Helden zu spielen. Diese Ausstellung war bei meiner Gesellschaft versichert, also musste ich ein Verbrechen aufklären. Die Polizei würde bald hier sein. Ich hatte nicht viel Zeit. Für den hier nur 90.000. Die Alarmanlage an diesem Gemälde funktionierte noch. Warum hatte die Alarmanlage des gestohlenen Gemäldes nicht angesprochen? Ein seltener Einblick in den von Absinth vernebelten Verstand des Künstlers. Für nur 80 Riesen echt ein Schnäppchen. Dem Schild nach wurde das Bild 1932 gemalt und die Galerie wollte 80 Riesen dafür. Noch eine Alarmanlage, die so funktionierte, wie sie sollte. Noch eine funktionierende Alarmanlage. War die Alarmanlage des gestohlenen Gemäldes die einzige, die nicht funktionierte? Hier hatte das gestohlene Gemälde gehangen. Wieso gerade dieses Gemälde? Und wieso bringt man dafür jemanden um? Das gestohlene Gemälde war mit einer Alarmanlage gesichert gewesen. Und die hätte anschlagen müssen, als das Gemälde entfernt wurde. Ich musste herausfinden, warum sie das nicht getan hatte. Ich drückte auf die Vibrationssensorplatte. Nichts geschah. Ich drückte auf die Vibrationssensorplatte. Nichts geschah. Es war eine Vibrationssensorplatte. Ich drückte auf die Vibrationssensorplatte. Nichts geschah. Ich drückte auf die Vibrationssensorplatte. Nichts geschah.
die Sirene der Alarmanlage. Sie hatte keinen Mucks von sich gegeben, als das Gemälde gestohlen wurde. Sah einwandfrei aus. Daran lag es schon mal nicht, dass der Alarm nicht losging. Darum wurde also kein Alarm ausgelöst. Ein Kabel war durchtrennt worden, und zwar von jemandem, der genau wusste, was er tat. Das war ein Insider-Job gewesen. Die Tür war mit einer Code-Tastatur gesichert. Die Kabel von der Kamera liefen in das Zimmer dahinter. Die Kamera muss den ganzen Raub aufgezeichnet haben. Wenn ich den Code für das Türschloss bekäme, könnte ich vielleicht etwas Licht in die Sache bringen. Die Büste stand recht wackelig auf dem Podest. Ich wollte sie nicht runterschubsen. Für den gediegenen Connoisseur und für die Kleinigkeit von 80.000. Ich hätte nur kurz 65 Riesen zücken müssen und das Prachtstück wäre meins gewesen. 55.000. Schade. Ganz knapp über meinem Budget. Noch eine funktionierende Alarmanlage. Der Dieb hatte also das einzige Bild mitgenommen, dessen Alarmanlage sabotiert worden war. Aber warum gerade dieses Bild? Aber warum gerade dieses spezielle? Der Dieb hat den Pizzakarton zurückgelassen. Was da wohl drin ist? Tja, nicht wirklich überraschend. Pizza. Der Kerl musste hungrig gewesen sein. Es war nur noch ein Stück übrig. Niemand hatte bemerkt, dass die Schachtel auf den Boden gefallen war. Ich beschloss, sie in Ruhe zu lassen. Eine ruhige Straße in einer gehobenen Gegend. Nicht gerade das ideale Pflaster für Gelegenheitsdiebe. Von hier draußen konnte man das gestohlene Gemälde nicht sehen. Dieser Raub war definitiv geplant gewesen. Der Raum sah aus wie eine Art Büro für die Galerie. Ich konnte das schwache Leuchten des Überwachungsbildschirms in der Ecke erkennen. Eins muss man den Franzosen ja wirklich lassen. Die wissen, wie man stilvoll pinkeln geht. Verzeihen Sie, Pater. Ja, mein Sohn? Ich bin George Stobbart. Diese Ausstellung war bei meiner Gesellschaft versichert. Mein Name ist Simeon. Kann ich irgendetwas tun, um zu helfen? Sie können für seine Seele beten. Ein sinnloser Mord. Im Gegenteil. Dieser Mord ergibt sehr wohl einen Sinn. Wie meinen Sie das? Etwas ungeheuer Böses hat sich hier abgespielt. Das war das Werk des Teufels. Was? Ich bin Priester und Dominikaner. Ich kenne mich mit diesen Dingen aus. Und nun entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss beten.
Gerade hatte ich noch geplant, mit Nico zum Essen zu gehen. Und kurz darauf stand ich da und unterhielt mich mit einem Priester über Kunstdiebstahl, Mord und den Teufel. Er sah entschieden besser aus. Ich legte die Brille wieder dahin zurück, wo ich sie hergenommen hatte. Es war besser, die Beweisstücke unverändert zu lassen. Ich hatte mich schon immer gefragt, wer solche Brillen mit weißem Gestell kaufte. Jetzt wusste ich es. Der arme Kerl. So etwas hätte niemand überleben können. Auf keinen Fall. Ich wollte Henris Blut nicht an meinen Händen. In Henris Tasche steckte eine kleine Flasche. Es war eine Flasche Bré. Laut Etikett weckt es das Tier in dir. In der Hand des Toten befand sich ein kleiner Zettel. Es war zu verführerisch. Ich musste einen Blick darauf werfen. Da stand 14.30 Uhr. Seien Sie bereit. Sah harmlos aus, bis mir auffiel, dass der Diebstahl genau um 14.30 Uhr stattgefunden hatte. Irgendwas stank hier zum Himmel, und das waren nicht nur die Fischkanapés. Ich steckte den Zettel schnell zurück. Eine rätselhafte Notiz und ein überwältigendes Rasierwasser. Keine persönlichen Gegenstände, nichts Handfestes. Ich musste mir definitiv dieses Büro ansehen. Wie heißt es so schön? Jeder Künstler war auch mal ein Amateur. Für den Preis hätte ich ein tolles Auto bekommen. Diese spanischen Modernisten waren aber echt nicht billig. Wie viele Gemälde die bei solchen Preisen wohl verkauften? Das Plakat sah alt aus. Ich wollte es lieber nicht berühren. Das war Hector Lane, Frankreichs größter Kunstkritiker. Wir hatten uns schon mal getroffen und es war schlecht gelaufen. Einen Moment lang dachte ich, er wäre tot, aber dem Schnarchen nachzuurteilen, war er nur weggetreten. Selbst im bewusstlosen Zustand sprach Lanes Körper auf Nahrung an. Ich brauchte wohl etwas Stärkeres als schnöde Pizza, um Lane aufzuwecken. Zeit, das Tier zu wecken. Was ist? Was war das denn? Das roch ja wie in... Wie in den 70er Jahren. Wo bin ich? Sie waren ohnmächtig. Willkommen zurück im Land der Lebenden. Ich würde das nicht unbedingt Leben nennen. Stehen Sie da nicht so rum, holen Sie mir etwas zu essen. Ich habe einen fürchterlichen Schock erlitten, verstehen Sie? Ich habe ein Stück Pizza gefunden. Ich wollte Nahrung, keine Pappsimulation.
Na gut, wenn Sie es nicht wollen. Das habe ich ja nicht gesagt. Geben Sie schon her. Unter den gegebenen Umständen war das erstaunlich passabel. Also was ist hier vorgefallen? Oh, Henri, ist er... tot? Ich fürchte ja. Der arme Kerl. Sieht ihm aber ähnlich, anderen das Rampenlicht zu stehlen. Verzeihen Sie. Kenne ich Sie? Ja, unsere Wege haben sich schon mal gekreuzt. In der Glees Gallery. Natürlich. Der Kerl mit dem Absinth. Sie haben nicht zufällig... Leider nicht. Schade. Tut mir leid, aber ich kann mich nicht an Ihren Namen erinnern. Ich bin George Staubert. Bei mir war diese Ausstellung versichert. Ha! Dann hoffe ich mal, dass Sie eine gut gefütterte Brieftasche haben, mein Junge. Könnte ich Sie etwas fragen, Mr. Lane? Nur zu. Kannten Sie den Galeriebesitzer? Natürlich. Wir haben zusammen an dieser Ausstellung gearbeitet. Ach ja? Henri stellte den nötigen Platz zur Verfügung. Ich war die kreative Kraftquelle. Wie lange kannten Sie ihn schon? Als Freund viele Jahre. Unsere berufliche Zusammenarbeit ist erst vor kurzem zu dieser Ausstellung erblüht, unter meiner Schirmherrschaft als Kurator. Und nun geht der arme Kerl einfach hin und lässt sich umbringen. Wenn Lane etwas mit der Galerie zu tun hatte, kannte er bestimmt den Code für diese Tür. Wissen Sie etwas über das gestohlene Gemälde? Natürlich, mein Junge. La Maledictio, ein kaum bekanntes Werk, tauchte im letzten Moment auf. Was ist mit dem Mörder? Konnten Sie einen Blick auf ihn werfen? Ein Delinquent mit einer Blechmütze. An mehr kann ich mich wirklich nicht erinnern. Ach ja, Sie wurden ja ohnmächtig. Menschen mit einem ausgeprägten Sinn für Ästhetik reagieren empfindlicher auf Gewalt. Sie waren der Kurator dieser Ausstellung? Worum ging es dabei? Eine brillante Retrospektive. Ein dialektisches Sichtfenster auf den laufenden Diskurs der europäischen Kunst mit den ungelösten Psychosen der Nationalstaatlichkeit. Ja, genau so hätte ich das auch ausgedrückt. Wenn Sie diesen Laden mitleiten, dann können Sie mir doch bestimmt den Code zu dieser Tür da verraten. Den Code für das Büro? Ich dachte nur, Sie kennen ihn vielleicht. Tue ich auch. Aber ich kann Sie auf keinen Fall da reinlassen, ehe die Polizei da ist. Ich vermutete, dass ich auf die nette Tour niemals den Türcode von Lane erfahren würde. Ich musste etwas mehr Druck ausüben. Mr. Lane, Sie müssen mir einfach den Code für diese Tür verraten. Und warum bitte sollte ich das müssen? Weil Sie für die Ermittlungsbeamten der Hauptverdächtige sein werden. Wir wissen beide, dass Sie unschuldig sind, Mr. Lane, aber die Polizei wird das nicht ganz so einfach sehen. Ich könnte Sie von Ihrer Fährte ablenken, aber im Gegenzug bräuchte ich den Code für die Bürotür. Das ist doch lächerlich. Die Polizei hätte weder Motiv noch irgendwelche Beweise. Komisch, dass Sie das jetzt gerade erwähnen. Jemand hat die Alarmanlage des gestohlenen Gemäldes sabotiert. Ein Kabel wurde durchgeschnitten. Was? Wer konnte sich denn an der Alarmanlage zu schaffen machen? Gute Frage. Es war ein Insider-Job, Mr. Lane. Sie wollen doch nicht etwa andeuten, ich hätte... Nun, ich fürchte, genauso wird das die Polizei aber sehen. Das ist doch absurd. Wie soll ich denn das Kabel durchgeschnitten haben? Ein ungewöhnliches Gemälde taucht in Ihrer Ausstellung auf und wird prompt gestohlen. Das sieht nicht gut aus, oder? Und was wollen Sie damit sagen? Die Polizei wird Ihnen ein paar unangenehme Fragen stellen. Aber wenn Sie mir den Code zu dem Raum mit dem Überwachungsmonitor geben, werde ich mein Möglichstes tun, die Ermittler auf eine andere Fährte zu locken. Ich kann Sie nicht in diesen Raum lassen, Mr. Stoppard. Außerdem hat Henri La Maledictio gefunden, nicht ich. Ich hatte damit gar nichts zu tun. Das war auf jeden Fall ein Insider-Job, Mr. Lane. Die Polizei wird sich sehr dafür interessieren, wo Sie in den letzten Tagen waren. Ich war ein paar Tage nicht in der Stadt. Und gestern Abend bin ich früh zu Bett gegangen. Das sagen Sie.
Sie werden mich nicht einschüchtern, damit ich Ihnen den Türcode gebe. Vergessen Sie's. Ich war dicht an irgendwas dran und ich wusste es. Lane fing an zu schwitzen. Kein schöner Anblick. Ich nehme an, Sie haben Ihre Meinung nicht geändert, was den Türcode angeht? Ganz bestimmt nicht. Und Sie können mir auch weiterhin keinen guten Grund dafür nennen. Vielleicht kann ich genau das doch, Mr. Lane. Ich sag das nur ungern, Mr. Lane, aber Sie werden der Hauptverdächtige für diesen Mord sein. Das sagten Sie bereits, Mr. Stobart. Wie wäre es mit der... Lieber nicht. Als Ersatz für Riechzeptab. Als Rasierwasser wäre es reine Barbarei. Pater? Ja, mein Sohn. Was meinten Sie damit, dass ich hier etwas ungeheuer Böses abgespielt habe? Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Wie bitte? Petrus, Kapitel 5, Vers 8. Der Teufel ist immer und überall, Mr. Stobart. Hat Henri noch irgendwas gesagt, bevor er starb? Er sagte, halt den Wagen an, lass mich einsteigen. Was könnte das bedeuten? Das werden wir vielleicht nie erfahren. Was führt Sie zu dieser Ausstellung, Pater? Das Gemälde. Welches? La Maledictio natürlich. Das Gemälde, das gestohlen wurde? Ich musste mich dem Bösen stellen. Ich glaube, hier geht etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Ja, Mr. Stobart, endlich erkennen Sie die Wahrheit. Nein, Pater, ich wollte damit sagen, dass der Raubmord offenbar ein Insiderjob war. Das Werk des Teufels ist immer ein Insiderjob. Ein Kabel der Alarmanlage des Gemäldes wurde absichtlich durchtrennt. Vielleicht hat es der Teufel persönlich gekappt. Aber soweit ich weiß, sind in letzter Zeit sehr wenig geschweifte Kerle mit Hörnern und Klumpfuß gesichtet worden. Sie machen sich über mich lustig, Mr. Stobart. Aber wie Sie noch merken werden, lacht der Teufel gerne als Letzter. Kennen Sie den Code, mit dem man ins Büro gelangt? Nein, aber Sie könnten ja beten und Gott bitten, Sie zu leiten. Bei allem Respekt, Pater, aber ich suche nach einer etwas schnelleren Lösung. Was wissen Sie über den Mann, der La Maledictio gemalt hat? Über El Serp? Er war ein Mann, der mit dem Feuer spielte. Dem Feuer der ewigen Verdammnis. Erzählen Sie mir etwas über das gestohlene Gemälde. Wer immer in seine Nähe kommt, wird in der Hölle brennen. Pater, wie wäre es mit einem Spritzer? Gott bewahre. Ob es hier draußen wohl irgendwas gab, womit ich Druck auf Lane ausüben konnte? Das sah aus wie das Büro der Galerie. Nichts deutete darauf hin, was gerade in der Galerie passiert war, außer der Leiche natürlich. Ich war schon immer fasziniert von den Buntglasfenstern in Paris. Verzeihung. Monsieur? Es gab einen Diebstahl in der Galerie. Ach, wirklich? Sie klingen gar nicht überrascht.
Jeder Besitz ist Diebstahl, Monsieur. Und jedes Kunstwerk ist Besitztum. Daher ist jedes Kunstwerk Diebstahl. Finden Sie nicht auch? Naja, so gesehen kann man wohl kaum widersprechen. Haben Sie jemanden aus der Galerie rauslaufen sehen? Da war diese gut aussehende Frau mit einer Kamera. Sie hat jemanden verfolgt. Das muss Nico gewesen sein. Sie kennen sie? Sie überraschen mich. Können Sie mir etwas über den Mann sagen, den sie verfolgt hat? Ich vermute, Monsieur, dass man ihn, wie jeden von uns, von Natur aus nicht wirklich kennen kann. Kein Wunder, dass das Café von dem Kerl so leer war. Henri, der Galeriebesitzer, wurde erschossen, als er versuchte, den Diebstahl zu verhindern. Das Leben hat keinerlei Bedeutung, wenn man sich erst einmal von der Illusion der eigenen Unsterblichkeit verabschiedet hat. Sicher doch. Haben Sie ihn gut gekannt? Können wir einen Mitmenschen jemals wirklich kennen, Monsieur? Er verbrachte nur wenig Zeit im Café, im Gegensatz zu seinem Freund, Monsieur Lane. Was wissen Sie über Le Lézard Bleu? Ein bourgeoiser, geistloser und überteuerter Laden. Genau wie Lane, sein Kurator. Er sitzt immer hier rum, wissen Sie? Salbad hat seine neueste Flamme mit Kunstgeschwafel voll. Kennen Sie Hector Lane? Lane? Oh ja, er trinkt ihr gelegentlich etwas. Er ist gestern Abend abgehauen, ohne zu bezahlen. Gestern Abend? Wann ungefähr? Auf jeden Fall nach Mitternacht. Wenn Sie ihn sehen, geben Sie ihm diese Rechnung und sagen Sie ihm, er soll sie nächstes Mal bezahlen. Die Rechnung stammte vom vorigen Abend. Aber Lane hatte mir erzählt, er sei nicht mal in der Nähe der Galerie gewesen. Das könnte das Druckmittel sein, das ich brauchte, um Lane den Code für die Bürotür zu entlocken. Möchten Sie vielleicht ein Spritzerchen hiervon? Möchten Sie vielleicht andeuten, dass ich übel rieche, Monsieur? Nein, tut mir leid. Danke für Ihre gleichbleibende Gleichgültigkeit, Monsieur. Wenn Sie das nächste Mal kommen, werde ich Ihnen vielleicht einen Kaffee bringen. Vielleicht aber auch nicht. Auf der Speisekarte standen schwarzer Kaffee und ein paar Softdrinks. Das war ein Pissoir. Haben Sie Ihre Meinung inzwischen geändert und geben mir den Türcode? Ganz bestimmt nicht. Und Sie können mir auch weiterhin keinen guten Grund dafür nennen. Oh doch, Lane, das kann und werde ich. Schauen Sie sich das mal an. Was ist damit? Das ist Ihre Rechnung vom Café nebenan. Und? Das heutige Datum. Die Rechnung ist von gestern Nacht, genauer gesagt von heute Morgen 12:30. Sie sagten, Sie waren nicht in der Stadt. Sie haben gestern Abend aber eine Menge Champagner getrunken, ohne die Rechnung zu bezahlen. Aber Sie haben mir doch erzählt, Sie seien gestern Abend gar nicht in Paris gewesen. So ungern ich das sage, aber das klingt für mich wie eine Lüge. Ich sag Ihnen was, Sie geben mir den Code für diese Tür und die Polizei braucht von all dem nichts zu erfahren. Das ist lächerlich. Sie haben kein Motiv und nichts, was mich mit diesem Verbrechen in Verbindung bringt. Wie Sie wollen. Ich bekomme diesen Code schon noch.
ob es hier draußen wohl irgendwas... Einen Moment lang überlegte ich ernsthaft, mich in den nächsten Zug zu setzen und zu verschwinden. Aber ein Mann war tot und ich hatte eine Aufgabe zu erfüllen. Hallo, ich bin's wieder. Sie gehen davon aus, Monsieur, dass Sie beim letzten Mal Sie waren. Sie und Lane sind also nicht gerade die besten Freunde, was? Der Mann ist ein zweitklassiger Kritiker, der nur mit bedeutungslosen Aphorismen um sich wirft. Können Sie mir sonst noch etwas erzählen über Le Lézard Bleu? Rien, Monsieur. Danke für Ihre Zeit, Monsieur. Pater? Ja, mein Sohn. Wissen Sie sonst noch etwas über El Serp? Ich habe Ihnen schon alles gesagt, was ich weiß. Können Sie mir sonst noch irgendwas über La Maledictio erzählen? Ich habe Ihnen zu diesem Thema alles gesagt, was ich dazu sagen will. Die Büste stand recht wackelig auf dem Podest. Diese Büste war ziemlich beeindruckend, wer dafür wohl Modell gestanden hatte. Auf der Tür stand privat. Ich brauchte immer noch den Code für das Tastaturschloss. Der arme Kerl. Lane hatte das Aussehen, das man nur mit lebenslanger, exquisiter Ernährung hinbekommt. Pater Simeon sah besorgt aus, aber wer wäre das nicht, nachdem er Zeuge eines Mordes geworden war? Sie haben mich schon einmal angelogen, Mr. Lane. Sie geben mir den Code und ich erzähle der Polizei nichts von Ihrem falschen Alibi. Nein, ich weigere mich. Sie haben nichts Handfestes, um mich mit diesem Verbrechen in Verbindung zu bringen. Nun, Sie müssen zugeben, das mit dem durchtrennten Kabel sieht nicht gut aus für Sie. Wie gesagt, das ist eine absurde Unterstellung. Mr. Lane, dieser Raub wirft ein ganz schlechtes Licht auf Sie. Wie ich bereits sagte, ich gehe das Risiko ein. Sie werden den Türcode nicht bekommen. Ich sag das nur ungern, Mr. Lane, aber Sie werden der Hauptverdächtige für diesen Mord sein. Das sagten Sie bereits, Mr. Stobart. Bleiben Sie mir mit diesem Giftgebräu vom Leib.
Der Knopf überbrückte das Druckplattensystem. Das durchtrennte Kabel hatte die Platten deaktiviert. Jemand hatte das Kabel durchtrennt und damit die Alarmanlage sabotiert. Jemand hatte das Kabel durchtrennt und damit die Alarmanlage sabotiert. Die Druckplatte funktionierte einwandfrei. Aber weil das Kabel durchtrennt war, ging der Alarm nicht los, als man das Bild entfernte. Es war nicht die beste Zeit für einen Anruf bei Rickenbacker. War nicht die beste Zeit, Nico anzurufen. Sie haben mich schon einmal angelogen, Mr. Lane. Sie geben mir den Code und ich erzähle der Polizei nichts von Ihrem falschen Alibi. Nein, ich weigere mich. Sie haben nichts Handfestes, um mich mit diesem Verbrechen in Verbindung zu bringen. In den Nagelknipser war das Monogramm HL eingraviert, für Hector Lane. Er musste aus seiner Tasche gefallen sein. Sie haben mich schon einmal angelogen, Mr. Lane. Sie geben mir den Code und ich erzähle der Polizei nichts von Ihrem falschen Alibi. Nein, ich weigere mich. Sie haben nichts Handfestes, um mich mit diesem Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ist das Ihr Nagelknipser, Mr. Lane? Ja, da ist mein Monogramm eingraviert. Das perfekte Werkzeug, um damit das Kabel der Alarmanlage an dem gestohlenen Gemälde zu kappen. Was reden Sie da? Nun, die Alarmanlage wurde sabotiert, Mr. Lane. Es war ein Insider-Job. Sie beschuldigen mich? Wie können Sie es wagen? Ich glaube Ihnen ja, jedes Wort. Aber wird die Polizei Ihnen auch glauben? Sie haben ein Motiv. Dann ist da der Beweis für die Sabotage. Das zusammen mit diesem Riesenloch in Ihrem Alibi. Schauen Sie, Sie geben mir einfach den Code zum Büro und ich lasse Ihre Probleme verschwinden. Sie, Sir, sind ein Erpresser. Ja, auf Anhieb erkannt. Der Code lautet 6397. Aber Ihre Anschuldigungen entbehren jeglicher Grundlage. Ich hatte den Code. Die Polizei würde jeden Moment auftauchen, also musste ich mich beeilen. Wie lautete die Zahl doch gleich? 6, 4, 2? Nein. Niemand rührt sich! Ende auch! Verflucht! Ich bin Inspektor Navette vom Pariser Dezernat für Schwerverbrechen und ich erkläre ihr mit diesem Tatort für eröffnet. Für gesperrt, wollte ich sagen. Keine Bewegung. Das gilt besonders für Sie da auf dem Boden. Mue, ich will eine totale Abriegelung. Niemand kommt rein oder raus, außer mir, selbstverständlich. Ich musste wieder in die Galerie hinein, aber ein alter Bekannter bewachte die Tür. Es war Sergent Mouet. Wir waren uns schon mal begegnet. Es war ein Büro. Der Raum war voll mit sonderbarem Plunder. Das Pissoir war ebenso dekorativ wie unangenehm. Die Leiche war immer noch da drin. Ich musste wieder rein. Sergent Mouet blockierte den Eingang der Galerie.
Mui war der Typ Polizist, der durch Gehorsam vorankommt, nicht durch Intelligenz. Sergent Mui, so sieht man sich wieder. Ah, Madame Collard, welch unerwartetes Vergnügen. Ich war in der Galerie zur Zeit des Diebstahls. Kann ich wieder rein? Tut mir leid, ich habe strikte Anweisungen von Inspektor Navette. Keiner kommt rein, keiner geht raus. Und ich muss Sie korrigieren, Madame. Es handelt sich nicht mehr um Diebstahl, sondern um Mord. Mon Dieu, der arme Mann. Ich war Zeugin des Verbrechens. Ich muss wieder da rein. Sie können sicher Ihre Aussage machen. Alles zu seiner Zeit. Ich habe den Dieb gesehen. Das könnte bei den Ermittlungen helfen. Ich habe Nein gesagt, Madame Collard. Wer ist Inspektor Navette? Ah, der vielversprechendste junge Ermittler, den wir haben. Ein Genie. Ein Mann von beinahe übermenschlichem Gespür. Hört sich an wie ein verschmitztes Kerlchen. Madame, Mutmaßungen über die Transpiration des Inspektors sind momentan fehl am Platze. Er löst gerade seinen dritten Fall in ebenso vielen Tagen. Und was hat er, was andere Ermittler nicht haben? Gespür für Blutspüren. Er ist Experte darin. Er liest in den Eingeweiden des Verbrechens wie in einem Buch. Ich muss dringend in die Galerie und mit Inspektor Navette sprechen. Tschüss. Er darf jetzt nicht gestört werden. Er wendet seine berühmten wissenschaftlichen Methoden an. Der Fall dürfte jeden Moment gelöst sein. Zumindest hoffe ich das. Ich bin unmüde und möchte nach Hause. Ich bin dem Schützen hinterher und habe ein Foto gemacht. Inspektor Navette wird begeistert sein. Lassen Sie mich in die Galerie. Ich muss es ihm zeigen. Auf gar keinen Fall. Also, ohne Inspektor Navettes Erlaubnis darf ich nicht da rein? Nein. Und Inspektor Navettes Erlaubnis bekomme ich nur da drin? Exactement. Sagt Ihnen der Name Kafka etwas, Sergent Mui? Madame Collard, ich weiß nicht, warum Sie mir jetzt mit Fußballspielern kommen. Nein, er ist... Ach, was soll's. Zum Verrücktwerden. Sergent Mui wollte mich nicht reinlassen. Hier, mein Presseausweis. Hätten Sie eine Erklärung für die Zeitung? Ja, Madame. Bleiben Sie vom Tatort weg und lassen Sie die Polizei ihre Arbeit machen. Und lassen Sie immer Licht brennen, wenn Sie nachts ausgehen. Weshalb sind Sie so müde, Sergent Mui? Ich habe 3 Tage ohne Pause durchgearbeitet. Navette ist ein Genie auf seinem Gebiet. Und er denkt, wir alle hätten seine Kraft und Energie. Och, Sie Ärmster. Wenn Sie sich etwas aufs Ohr hauen möchten, bewache ich die Tür für Sie. Sie sind sehr rücksichtsvoll. Aha, schlauer Versuch, mich zum Desertieren zu bringen, Madame. Ein Gendarm verlässt seinen Posten nie. Vielleicht etwas Heißes zu trinken? Das wäre gewiss sehr schön. Aber leider darf ich nicht trinken im Dienst. Mein Arzt hat mir ausdrücklich davon abgeraten nach dem letzten Zwischenfall. Sie sagten was von einem Zwischenfall. Was war denn da? Ich will nicht darüber reden. Ich kann nur sagen, es war sehr misslich. Ich bin im Dienst und muss mich konzentrieren. Vielen Dank, Sergent Mui. Sie haben mir sehr geholfen. Ein bunten Muster, so wie es Touristen lieben. Madame? Bonjour, Monsieur. Was immer Sie wollen, wir haben geschlossen. Und warum stehen Sie dann hier? Das würden Sie nicht verstehen, Madame. Probieren Sie es aus. Ich brauche Sie nur anzusehen und weiß, Sie sind wie all die anderen.
Die anderen? Die hübschen Frauen, die shoppen gehen, die tratschen, die sich Verwöhntage gönnen und Mandelcroissants. So schlimm, ja? Und die Männer mit ihren Pflegeprodukten und ihren gewinnerten Schuhen und ihren schmalen Anzügen. Sie kommen in mein Café und bestellen Lattes, Macchiatos, Frappés. Ich weiß, was Sie meinen. Sind wir dafür auf die Barrikaden gegangen, Madame? Haben wir dafür das Pflaster aufgerissen, unser Blut vergossen? Nicht? Nein, Madame, dafür nicht. Wir haben für Ideen gekämpft, für die Philosophie, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Vive la Révolution! Und wissen Sie, was uns im Kampf beflügelt hat? Was uns antrieb in jenem glorreichen Pariser Frühling? Was unseren Herzen Flügel verlieh? Billiger Wein und freie Liebe? Nein, Madame, nein! Der französische Café Noir hat uns inspiriert. Die simple Demi-Tasse, der schwarze, süße Geschmack der Freiheit. Und deswegen haben Sie geschlossen? Ja, Madame. Ich bediene nur Denker, Philosophen, Revolutionäre. Und Sie, Madame, mit Ihrem netten Top und Ihren spitzen Absätzen sind nichts dergleichen. Das ist doch ein Café. Ja, für die richtigen Leute. An jedem anderen Tag hätte ich diesem Typen sofort eine reingehauen. Aber er konnte mir vielleicht helfen, in die Galerie zu kommen. Monsieur? Das Leben ist kurz, Madame. Der Sand der Zeit rinnt Ihnen durch die Finger. Ja, kann schon sein, aber... Wir wissen nicht, was wir wollen. Und doch sind wir verantwortlich für das, was wir sind. Es ist ein Verbrechen geschehen. Das ist schrecklich, Madame. Aber Sie wissen ja, was man sagt. Nein, aber Sie werden es mir sicher gleich erzählen. Das menschliche Leben beginnt jenseits der Verzweiflung. C'est vrai, no? Ja, schon klar. Er trieb mich an den Rand der Verzweiflung. Während der Unruhen kämpften wir gegen die Mächte der Unterdrückung. Oh, wirklich? Das war sicher ganz furchtbar. Oh ja! Nur musste ich leider mit den anderen Baristas hinter den Barrikaden bleiben. Wir kochten literweise Kaffee für den Widerstand. So viel Kaffee habe ich noch nie gekocht. Natürlich mussten unsere tapferen Helden dann ständig pinkeln. Aber dank unserem Kaffee haben sie die ganze Nacht gegen diese Speichellecker gekämpft. Nichts von all dem half mir, am Sergeant Mouet vorbeizukommen. Au revoir. Auf der Karte stand schwarzer Kaffee und eine kleine Auswahl anderer Getränke. Ronny, ich bin in der Ausstellung im Montmartre. Du ahnst nicht, was ich für einen Knüller habe. Du machst Witze, das ist ein Saftladen. Was soll da schon Aufregendes passiert sein? Ein Gemälde wurde geraubt. Und der Galeriebesitzer erschossen. Was? Okay, sprich mit jedem, der was gesehen hat. Lichte alles ab. Und ruf mich an, sobald du eine Story hast. Wenn du schnell bist, schaffen wir es in die Abendausgabe. Bis dann, Nicole. Das konnte die Story sein, auf die ich seit Jahren gewartet hatte. Hi, George. Ich stehe vor der Galerie. Gott sei Dank bist du okay, Nico. Inspektor Mouet ist hier draußen und lässt mich nicht rein. Ich habe ein paar Fotos geschossen, aber der Typ ist abgehauen. Der arme Henri ist tot. Ich weiß.
Aber warum nur? Das versuche ich herauszufinden. An der Alarmanlage ist rumgespielt worden. Sieht für mich wie ein Insiderjob aus. Also nicht der übliche Raub. Und nicht das übliche Gemälde. Der Priester behauptet, La Maledictio sei böse. Ich muss in das Büro nachsehen, was die Überwachungskamera zeigt. Vielleicht könntest du mir helfen, wenn du wieder drin bist? Hier, mein Presseausweis. La Liberté! Madame, Sie sind nicht das, wofür ich Sie gehalten hatte. Bitte nehmen Sie meine ärztliche, tief empfundene Entschuldigung an. Aber ja, ich nehme an. Weswegen? La Liberté, die große Zeitung der Freiheit. Im dichtesten Kampfgetümmel zwischen all dem Tränengas und dem Blut. Da trug La Liberté die Stimme unserer Revolution hinaus in die Welt. Ich weiß jetzt, dass Sie nicht so eine sind. Sie bestellen bestimmt keine Mandelcroissant. Sie sind eine wahre Tochter Frankreichs. Und ich bin Ihr ergebener Diener. Monsieur? Der Weg zur Erleuchtung ist lang, Madame. Vielleicht werden Sie ihn mit mir gemeinsam gehen? Können wir mal kurz reden? Jederzeit, Madame. Haben Sie mitbekommen, ob vorhin in der Galerie etwas passiert ist? Ich habe Sie hinter einem Pizzalieferanten herlaufen sehen. Es hieß, er habe jemanden getötet. Das stimmt. Er hat ein Gemälde gestohlen und den Galeristen erschossen. Wie nah wir dem Tode sind. Und doch so weit davon entfernt, ihn jemals zu begreifen. Tja, ich muss unbedingt wieder da rein und herausfinden, was passiert ist. Sehr lobenswert, Madame. Die Wahrheit zu suchen, ist ein nobles Unterfangen. Es ist meine Pflicht als Journalistin. Wie wär's mit einem Kaffee? Für Sie, Madame, natürlich. Ich kann Ihnen nur eine Art Kaffee servieren. Schwarz, stark, in einer winzigen Tasse. Einen Moment. Hier ist Ihr Kaffee, Madame. Vielen Dank, Monsieur. Der Kaffee war heiß und stark. Machen Sie mir einen Kaffee zum Mitnehmen? Für eine Revolutionsgenossin? Sehr gern, Madame. Einen Moment. Hier ist Ihr Kaffee zum Mitnehmen, Madame. Vielen Dank, Monsieur. Der Kellner kümmerte sich mit kaum verhohlener Verachtung um seine Tische. Salut. Bonjour, Madame. Sergent Mouet, ich habe Ihnen einen Kaffee mitgebracht. Kaffee? Fantastisch. Kann ich gut gebrauchen. Warten Sie, ich darf nicht. Mein kleines Problem. Ein kleines Tässchen kann ja wohl nicht schaden. Sehr verlockend, Madame, aber ich kann's nicht riskieren. Leider. Dieser Zwischenfall, es ging um Sie, etwas Kaffee und Ihr kleines Problem? Es war ein Trauerspiel, Madame. Ich bin ganz Ohr, Sergeant. Nun, Sie wirken recht verständnisvoll. Ich verrate es Ihnen.
Wie schön. Ich war zur Bewachung des Präsidentenhundes persönlich eingeteilt. Eines Tages, en vacances, hatte der Präsident ein Privatgespräch mit einer Ministerin. Ich blieb bei seinem Hund. Zum Wachbleiben hatte ich Kaffee getrunken und verspürte nun ein gewisses Bedürfnis. Also band ich den Hund an einen Baum und schlug mich in die Büsche. Als ich zurückkam, ertappte ich den Hund bei einer Liaison dangereuse mit dem Terrier der Ministerin. Aber wie ist das rausgekommen? Nun, 2 Monate später brachte der Labrador des Präsidenten 6 prächtige Bastarde zur Welt. Und ich wurde degradiert zum Sergeanten. Gleich nach der Scheidung des Präsidenten. Eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, Sergeant. Ja? Finden Sie? Aber natürlich. Sie wussten, Sie durften nicht auf Posten einschlafen. Sie bewachten doch den Präsidenten. Nun ja, eher seinen Hund. Ach, das war doch das Gleiche. Tja, wohl schon. Und indem Sie Kaffee tranken, brachten Sie unserer ruhmreichen Republik das größte Opfer dar. Ihre Karriere. Jetzt, wo Sie das so sagen? Und nun spricht die Grande Nation erneut zu Ihnen. Trinken Sie, Sergeant Mouet, trinken Sie, flüstert sie. Tut sie? Tut sie. Trinken oder auf Posten einschlafen? Was denken Sie? Ich denke, ich werde trinken. Bravo, Sergeant. Oh weh, oh weh, wenn Sie entschuldigen, Madame, ich muss mal für kleine Gendarmen. Das Zeug ist einfach durchgerauscht. Bewachen Sie den Galerieeingang für mich? Oh, seien Sie unbesorgt, Sergeant. Also, jetzt oder nie. Wie sind Sie an Sergeant Mouet vorbeigekommen? Nun, ich bin nicht so leichtgläubig, Madame. Ich werde Sie später verhören. Nico, bin ich froh, dich zu sehen. Und wo liegt das Problem? Der Inspektor beobachtet mich mit Argusaugen. Ohne Ablenkung komme ich da nicht rein. Ich sehe mal, was sich machen lässt. Inspektor Navette, hätten Sie einen Moment? Meine Zeit ist kostbar. Beeilung! Scheint ja ein ziemlich komplexer Fall zu sein, Inspektor. Ein aus dem Ruder gelaufener Raub. Nicht mehr, nicht weniger. Da ist doch sicher noch etwas mehr dran. Bitte sparen Sie sich die altlosen Vermutungen, Madame. Die Leiche des Opfers zeigt ein klares Bild, verlässlicher als jede Zeugenaussage. Sehen Sie sich das Einschussloch an und beachten Sie zugleich das Fehlen von Blut. Ein zufälliger Mord, nichts weiter. Finden Sie es nicht komisch, dass der Dieb dieses eine spezielle Bild wollte? Das Leben ist voller komischer Dinge, Madame. Fingerlose Handschuhe, weißer Hundekot, Nasenhaare. Da beschäftige ich mich lieber mit Mord. Wissen Sie, dass die Alarmanlage sabotiert wurde? Ich habe den Tatort untersucht, Madame. Ich bin voll im Bilde über die Ausschaltung der Alarmanlage. Ich ziehe biologische Beweise reinen Indizienbeweisen vor. Körperteile, Blut, wichtige Dinge. Finden Sie nicht, dass der ausgeschaltete Alarm höchst verdächtig ist? Das forensische Team wird bald da sein. Schildern Sie denen Ihre Bedenken. Lassen Sie mich mit diesem Indizienquark in Frieden. Warum sehen Sie sich nicht den Film der Überwachungskamera an?
Madame, das ist nicht mein Fachgebiet. Ich habe mich mit der Leiche zu befassen. Aber das Kameramaterial ist ein Beweis. Es könnte den Mörder identifizieren helfen. Ich korrigiere, Madame. Es ist nur ein Indikator. Der einzig wahre Beweis ist Körperflüssigkeit. Sofern Sie nicht etwas wissen, das mir neu wäre, lassen Sie mich jetzt. Inspektor Navet schien nur Beweise anzuerkennen, an denen Blut klebte. Was halten Sie von dem Amerikaner, George? Er ist zutiefst suspekt. Könnten Sie etwas zur Sache sagen, Inspektor? Jetzt ist nicht die Zeit, Madame. Danke, Inspektor. Ich melde mich, wenn mir noch etwas einfällt. Wenn ich Navet ablenken wollte, musste ich neue Beweise ausgraben. Oder welche basteln. Und je blutigere, desto besser. Die Tomatensoße war auf den Boden gespritzt. Ich verrieb etwas von der Tomatensoße mit dem Schuh. Es sah ein bisschen aus wie ein Blutfleck, aber etwas stimmte nicht ganz. Wenn ich den Polypen ablenken wollte, musste ich den Kaugummi loswerden. Das würde ich auf keinen Fall mit bloßen Händen sauber machen. Ich kratzte den Kaugummi mit meinem Presseausweis ab und hoffte, der Inspektor würde es nicht sehen. Die Tomatensoße sah Blut so ähnlich. Ähnlicher würde es kaum gehen. Sind Sie Hector Lane, der Kunstkritiker? Enchanté, Madame. Und was sind Sie für ein Engel? Ich bin Nico Collard, Reporterin. Ah, ein gefallener Engel. Das sind mir die Liebsten. Hier, mein Presseausweis. Und ich hätte gedacht, Sie seien viel zu jung und schön, um Reporterin zu sein. Was können Sie mir über das gestohlene Gemälde sagen? Es heißt La Maledictio, der Fluch. Ein unbekanntes Werk, erst vor kurzem aufgetaucht. Wer hat es gemalt? Eine mysteriöse Figur namens El Serp, die Schlange. Manche halten ihn für einen Schüler Picassos. Er war gut, aber nicht überragend. Und seine wahre Identität bleibt im Dunkeln. Was können Sie mir über den Diebstahl sagen? Es war ganz entsetzlich. Was wollen Sie denn wissen? Haben Sie mit George gesprochen? Dem Amerikaner? Ja. Er versprach, sämtliche Missverständnisse mit der Polizei zu klären, wegen meiner Anwesenheit hier. Was können Sie mir über Henris Beziehung zur Galerie sagen? Der gute Henri, ein strahlender Diamant im Dunghaufen der modernen Kunstszene. Die Galerie gehörte ihm. Was sollen wir nur tun ohne ihn? Erzählen Sie mir von dem Mord, Monsieur. Es ging alles so schnell. Lassen Sie sich Zeit. Was haben Sie gesehen? Ich bin nicht sicher. Könnte ich Ihre Fragen beim Abendessen beantworten? Tut mir leid, Monsieur. Schaffe ich zeitlich nicht. Haben Sie den Dieb gesehen? Ich hätte ihn mehr gegriffen, aber er war zu schnell. Wussten Sie, dass man die Alarmanlage sabotiert hat? Nein, entsetzlich. Deshalb ist der Alarm dann wohl nicht losgegangen. Danke für Ihre Hilfe, Monsieur Lane. Aus Lane war nichts Brauchbares rauszukriegen. Verzeihen Sie, Pater...
Pater Simeon, mein Kind. Alles in Ordnung, Pater? Es war ein großer Schock. Aber ja, alles in Ordnung, danke. Darf ich Ihnen ein paar Fragen zu dem Verbrechen stellen? Was denn für Fragen? Ich bin Reporterin für La Liberté. Das kann wohl nicht schaden. Bitte, fragen Sie nur. Hier, mein Presseausweis. Ich arbeite für La Liberté. Gut. Sie müssen Ihre Leser vor dem Bild warnen. Es ist böse. Was führte Sie heute in die Galerie, Pater? Gott führte mich her. Ich sah das Plakat der Ausstellung. Ich musste kommen. Wie meinen Sie das? Ich wusste, in La Maledictio steckte viel Böses. Dem musste ich mich stellen. Der Maler war El Serp. Die Schlange. Verstehen Sie denn nicht? Böses? Sagen Sie, was genau hatten Sie heute vor zu tun? Ich wollte Zeuge all dessen sein, was der Teufel anrichten würde. Tja, der hat dann wohl gekniffen, Pater. Hat er? Ein Mann ist tot, Mademoiselle Collard. Ich würde sagen, er hat sein Werk getan. Das würde meine Story nicht weiterbringen. Haben Sie etwas gesehen, das den Täter identifizieren helfen kann? Der Teufel nimmt viele Gestalten an, Kind. Ich habe ihn leider nicht deutlich genug gesehen. Jeder Hinweis hilft. Tut mir leid, mein Kind. Ich habe nicht aufgepasst. Was wissen Sie über Henri? Ein unschuldiges Opfer. Falls man davon Unschuld sprechen kann. Wenn er solch blasphemische Werke wie das Bild von El Serp feilbot. Wer weiß, was für andere Sünden er sonst noch beging. Ich fühlte mich schuldig vor Pater Simeon. Wie immer in Gegenwart von Priestern. Was können Sie mir über das Gemälde sagen? Grotesk und böse. Wie kann ein Gemälde böse sein? Indem es diejenigen tötet, die damit in Kontakt kommen. Heißt das, wir sind die Nächsten? Lachen Sie nicht über Teufelswerk, Mademoiselle Collard. Wissen Sie irgendwas über den Maler El Serp? Er war ein Gotteslästerer. Ein Diener des Antichristen. Woher wollen Sie das wissen? Man sieht es seiner Arbeit an. Pater Simeon äußerte eine Menge Vermutungen. Was halten Sie von diesem Fleck da? Ist das Blut? Ich glaube, es ist bloß Soße. Ob es hier irgendwo einen Mob gibt? Im Angesicht des Todes und der Gottesstrafe ist kaum die rechte Zeit zum Aufwischen. Pater Simeon faselte wirres Zeug. Danke für Ihre Zeit, Pater Simeon. Der Priester hatte nichts Brauchbares zu sagen. Inspektor! Ja? Haben Sie den Fleck dort auf dem Boden gesehen? Sieht aus wie Blut. Tatsächlich! Ist ja kurios! Das muss ich sofort untersuchen, ehe einer dieser Trottel hineintritt. Interessant. Vielleicht ein guter Zeitpunkt für das Gerät. Okay, George. Das sollte ihn eine Weile ablenken. Gut gemacht, Nico. Ich lasse dich wissen, was ich im Büro finde. Ich war sicher, der Inspektor hatte mich nicht gehen sehen, aber ich musste mich beeilen, denn bald würde er es merken. Endlich, Stobbart! Sorry, Mr. Rickenbacker, ich war beschäftigt. Das will ich auch hoffen. Ich schaue ja Nachrichten. Oh, gab's was Interessantes? Ja, jemand hat ein Bild gestohlen. Tatsächlich? Ja, eins, das Sie versichert haben. Was ist da los? Der Mann war bewaffnet, Sir. Ja und? Meinen Sie etwa, ich hätte mich vor den Dieb werfen sollen? Ihn zu Boden ringen? Mich erschießen lassen? Dann wäre mir auf jeden Fall wohler. Na egal, finden Sie das Bild oder einen guten Grund, warum wir nicht zahlen müssen. Bitte sagen Sie mir, dass Sie eine Spur haben. Ich arbeite daran.
Henri besaß ein VW-Campingbus-Modell in psychedelischen Hippie-Farben. Auf der Rückseite war der Hubraum verzeichnet, 1600 cc. Das Poster kündigte ein Stockholmer Musikfestival im Jahr 1975 an. Hauptakt war eine Band namens The Hairy Lobsters. Henri's Pinnwand war voll mit allem möglichen Kram. Es war eine reichlich auffällige Uhr. Ein paar böse Augen starrte mich von einem teilweise verdeckten Plakat an. Es war eine Wasserpfeife. Von den Dingern kriegte ich Kopfweh. Henri hatte es gern chaotisch. Ein paar böse Augen starrte mich von einem teilweise verdeckten Plakat an. Das Telefon war ein uraltes Wählscheibenmodell. Der Hörer sah schmierig aus. Der Kalender sah aus wie das Schulprojekt eines Kindes. Henri hatte den 27. Mai eingekreist und Geburtstag dran gekritzelt. Der Ärmste hatte seinen großen Tag nicht mehr erlebt. Schwer zu sagen, ob die Lavalampe auf alt getrimmt oder wirklich alt war. Henri war schon etwas schrullig. Die Statue war Kess. Aus der Nähe bemerkte ich, dass das Feigenblatt ein Scharnier hatte. Es war eine Statue von Henri, fast wie ihn die Natur schuf. Ein strategisch platziertes Feigenblatt bedeckte seine Blöße. Es war eine Statue. Zum Glück war niemand in der Nähe, der mir dabei zusah. Sehr interessant. Ohne Schlüssel bekäme ich den Safe niemals auf. Ich war ziemlich sicher, dass nicht mal Henri dumm genug war, um ihn hier im Büro zu verstecken. Der Tresor war vom Feinsten. Ich hatte keine Chance, den zu knacken. Das Sofa hatte über die Jahre so einiges mitmachen müssen. Die Straße war ruhig. Eine nackte Dame sah mich verführerisch an. Alles voller Schnickschnack, Trödel, Instrumente. Im Herzen war Henri ein Hippie. Sah aus, als habe Henri sich den besten Fusel fürs Hinterzimmer aufbewahrt. Ich hatte keine Lust auf eine Tasche voller Pieksdinger. Eine Visitenkarte brauchte ich nicht. Der Füllhalter könnte nützlich sein, aber er könnte mir auch vollkommen die Tasche versauen. Der Füller lag da goldrichtig. Das Feuerzeug war verrostet und schmierig. Es war wohl nicht mehr zu gebrauchen. Ich würde es liegen lassen. Ein Tintenfass in der Jackentasche rumzutragen wäre etwas dämlich. Die Tinte hätte ich tagelang nicht von den Händen bekommen. Henris Radiergummi zu nehmen hielt ich nicht für nötig. Ich wollte das Klebeband nicht mitschleppen. Ich hatte das Gefühl, ich würde es nicht brauchen. Die Rolle Klebeband nutzte mir nichts.
Es war die Zeitung, für die Nico schrieb. Nico lebte für den Tag, an dem ihre Story auf dem Titelblatt stehen würde. Der Schalter gehörte zu dem Schreibtischlämpchen. Die Schublade war ansonsten leer. Die Mappe sah interessant aus. Das war eindeutig Manipulation von Beweismaterial. Es war eine Auftragsabschlussbestätigung einer Firma namens Vera Security. Das war nicht die, die wir empfohlen hatten. Henri hatte hinter unserem Rücken eine andere Sicherheitsfirma beauftragt. Von Vera Security hatte ich nie gehört, aber auf dem Formular standen Adresse und Telefonnummer. Oh Mann, der Priester hatte recht. Das Böse wandelte unter uns. Oh Mann, der Priester hatte recht. Das Böse wandelte unter uns. Ich hätte Henri nie als Musiker gesehen. Auch wenn Henri ein Hippie war, er hatte verdammt viel Moos für einen rollenden Stein. Die Überwachungskamera war uralt. Sie machte Einzelaufnahmen und speicherte sie auf Band. Sah aus, als bräuchte ich ein Passwort, um die Aufnahme anzusehen. Das wäre nutzlos. Ich musste eine vierstellige Zahl finden. In dem Rahmen waren getrocknete Blumen. Auch wenn Henri ein Hippie war, er hatte verdammt viel Moos für einen rollenden Stein. Das Poster kündigte ein Stockholmer Musikfestival im Jahr 1975 an. Wie konnte ich bloß denken, Henri hätte einen so offensichtlichen Code benutzt? War wohl nichts. Ich musste eine Es sah nicht aus, als wäre irgendetwas Wichtiges an der Pinnwand. Henri hatte den 27. Mai eingekreist und Geburtstag dran gekritzelt. Es war eine reichlich auffällige Uhr. Ein 1600er VW Campingbus Typ 2, knallbunt bemalt. Im Papierkorb fand ich ein zerknülltes Schreiben von Henris Kreditkartenfirma mit der Aufforderung zur sofortigen Zahlung. Aufgelistet waren extravagante Einkäufe in einer Reihe von Damenmodegeschäften. Wie die Adresse verriet, hatte Henri im ebenso schicken wie teuren 16. Arrondissement von Paris gewohnt. Ich beschloss, den Brief zurückzulegen. Henris Geldprobleme gingen mich nichts an, aber ich wusste jetzt, wo er gewohnt hatte.
Den Hubraum des VW-Busses hatte Henri nicht als Zugangscode verwendet. Ich öffnete das Fach nochmal. Warum sollte ich den Tisch nochmal durchsuchen? Es war eine kitschige Lavalampe. Ein paar böse Augen starrte mich von einem teilweise verdeckten Plakat an. Ein paar böse Augen starrte mich von einem teilweise verdeckten Plakat an. Die Pfeife war zu. Ein paar böse Augen. Das Telefon war hoch betagt. Die Frau auf dem Bild kam mir irgendwie bekannt vor. Es war ein ramponiertes Sofa. Eine nackte Dame sah mich verführerisch an. Es sah nicht aus, als wäre irgendetwas Wichtiges an der Pinnwand. Es war eine Statue von Henri. Auf dem Schreibtisch lag ein Haufen Zeug. Warum sollte ich den Ein paar böse Augen starrte mich von einem teilweise verdeckten Plakat an. Es wäre dumm gewesen, Nico von da drinnen aus anzurufen. Außerdem wollte ich wirklich keine Aufmerksamkeit erregen. Hallo, Vera Security? George Stobart hier, von der Paris Mutual. Noch nie gehört. Wirklich? Das überrascht mich. Wir sind Marktführer bei den Kleingewerbeversicherern und unseren Namen kennt... Tun Sie mir einen Gefallen. Rufen Sie nicht nochmal an. Die Frau legte auf. Ich musste wohl persönlich vorbei. Die Auftragsabschlussbestätigung von Vera Security. Da war eine Adresse. Bre, der Duft, der das Tier in dir weckt, und den Brechreiz.
Mr. Rickenbacker? Ich habe den schriftlichen Beweis, dass Henri sich gegen unsere Sicherheitsempfehlung entschieden hat. Und? Ich frage mich einfach, wieso. Es ist Ihr Fall, Stoppard. Finden Sie einfach raus, wo das Gemälde hin ist. Es war eine Es war eine reichlich auffällige Uhr. Es war eine reich Ein paar böse Augen starrte mich von einem teilweise verdeckten Plakat an. Ein paar böse Augen starrte mich von einem Falls Henri Gitarre gespielt hatte, hatte ich ihn unterschätzt. Ich musste eine vierstellige Zahl finden. Das wäre völlig sinnlos. Das passte nicht zusammen. Ein paar böse Augen starrte mich von einem teilweise verdeckten Plakat an. Ein paar böse Augen. Bingo. Ich spulte zurück bis vor dem Raub. Das war die erste interessante Aufnahme. Henri betrachtete La Maledictio. Er konnte nicht geahnt haben, was gleich geschehen würde. Nico und ich warfen einen kurzen Blick auf La Maledictio kurz vor dem Raub. Komisch. Das Bild erschien mir da gar nicht so bemerkenswert, nur sonderbar. Gute Aufnahme von La Maledictio. Konnte schon verstehen, warum Pater Simeon das Bild für böse hielt. Es hatte eine gewisse Ausstrahlung. Der Verbrecher auf frischer Tat. Er hatte nichts wirklich Unverwechselbares an sich.
Die Kamera hatte den Moment erfasst, als der Täter La Maledictio von der Wand nahm. Er wusste genau, welches Gemälde er wollte. Das Bild war etwas unscharf, aber in der Mitte des Gemäldes schien sich eine Schlange in den Schwanz zu beißen. Ich dachte über die Worte des Priesters nach. Das Gemälde hatte eindeutig etwas Beunruhigendes. Es war der Moment, als alles aus dem Ruder lief. Vorne auf seinem Helm stand etwas geschrieben, aber ich konnte es nicht richtig erkennen. Warum war Henri nicht zurückgewichen, als der Dieb die Waffe zog? Ich an seiner Stelle hätte getan, was der Kerl wollte. Was sofort ins Auge fiel, war die Schlange, die sich in den Schwanz biss. Der Mörder auf der Flucht. Auf dem Logo vorn auf seinem Helm stand Waterloo Motors. Das könnte nützlich sein. Das Gemälde war weg. Da stand ich und sah mir den Alarmkasten an. Hoffentlich wirkte ich nicht allzu verdächtig. Da war ich, wie ich an dem Alarm rumspielte. Daran hatte ich nicht gedacht, als ich mir die Kamera ansah. Nicht meine fotogene Seite. Das war die letzte Aufnahme. Was die Kamera an Hinweisen liefern konnte, hatte ich wohl gesehen. Das war die aktuellste Aufnahme. Monsieur, Sie sind also einfach hereingeschlüpft und manipulieren jetzt meine Beweise? Ich manipuliere hier gar nichts. Ich habe nur Hinweise gesucht. Das ist meine Sache, Monsieur. Monsieur. Stobart, George Stobart, Paris Mutual. Wir haben die Ausstellung versichert. Oh, wirklich? Dann dürfte der Raub Ihnen einiges bringen. Nein. Der Raub dürfte uns einiges kosten. Werden Sie mal nicht naseweiß, Monsieur. Nur Dummköpfe wissen nicht, wie Versicherungen ticken. Klar, Ihnen macht keiner was vor, Inspektor. Genau. Ich muss sehr früh morgens aufstehen. Und deshalb fange ich auf jeden Fall den Wurm. Verstehe. Darf ich Sie daran erinnern, Monsieur, dass ein schweres Verbrechen begangen wurde? Ich muss Sie nun bitten, in die Galerie zurückzukehren. Natürlich, aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. D'accord. Aber Sie wissen, alles, was Sie sagen kann, gegen Sie verwendet werden, Monsieur Stobart. Okay, werde ich mir merken. Wissen Sie irgendetwas über eine Firma namens Vera Security? Nein, nie von ihr gehört. Und nun muss ich mich um meine Ermittlungen kümmern. Sehr wahrscheinlich findet sich in den Kameraaufzeichnungen ein Hinweis auf den Täter. Monsieur, ich bin Profi und Sie sind Amateur, also überlassen Sie das Ermitteln mir. Klar, Kumpel? Monsieur, Sie sind Amerikaner, no? Ja, in Kalifornien geboren und aufgewachsen. Natürlich. Ich denke, Sie möchten vielleicht sein wie dieser Starsky und Hutch, Monsieur, no? Mit schönen Damen und schnellen Autos herumrollen, mit Ihrer Pistole schießen. Interessante Idee, Inspektor. Aber nicht ganz mein Stil. Ist das so? Nun, ich will Ihnen etwas sagen, Monsieur. Sie sind mein Hauptverdächtiger. Sie können jetzt gehen, aber ich werde Sie noch einmal brauchen. Ich hatte ein paar wertvolle Hinweise. Aber bevor ich Ihnen nachging, stand etwas sehr Wichtiges auf dem Plan. Hey Nico, wollen wir schnell einen Kaffee trinken gehen? Klar.
Ich darf mit Stolz bekannt geben, dass die vorläufigen Ermittlungen abgeschlossen sind. Ich erkläre dies nun offiziell zum Tatort. Sie müssen alle gehen. Ich werde Sie alle in den kommenden Tagen nochmals verhören. Niemand darf das Land verlassen. Das gilt besonders für Sie, Monsieur Stobart. Monsieur Lane wird bei der Sicherung des Geländes behilflich sein. Moué! Ja, Inspektor? Lassen Sie sie hinaus. Sofort, Inspektor. Zwei Kaffee, bitte. Gute Arbeit da drin, Nico. Was es auch war, es hat funktioniert. Nur eine kleine Ablenkung und Navette hat's mir abgekauft. Ich glaube, Navette kauft alles. Hauptsache, es klebt Blut dran. Weißt du, das alles hier, der Raub, der Mord, das ergibt alles keinen Sinn. Wie meinst du das? Ich sagte ja, ich glaube, das war ein Insider-Job. Sprich weiter. Jemand hat die Alarmanlage abgestellt, aber nur bei einem Bild. Lass mich raten. La Maledictio? Genau. Und ich gedenke herauszufinden, wer das war. Die Überwachungskamera hat ein Bild vom Täter gemacht. Auf seinem Helm standen die Worte Waterloo Motors. Interessant. Ich glaube, ich habe auch ein paar gute Fotos von ihm. Aber ich muss sie mir erst mal zu Hause ansehen. Klasse. Gib durch, was du rausfindest. Also der Priester meint, La Maledictio sei böse. George, der spinnt doch bloß. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Aber irgendwas Komisches läuft da. Ich habe die Adresse von der Sicherheitsfirma, die Henri beauftragt hat. Es war nicht die, die ich empfohlen hatte. Viel Glück bei deinen Ermittlungen. Tja, ich muss los. Die Story schreibt sich nicht von selbst. Und George? Ja? Schön, dich wiederzusehen. Ich find's auch klasse, Nico. Ich sah ihr hinterher. Die Sonne schien. Es gab ein Verbrechen aufzuklären. Und Nico war wieder da. Die Adresse führte mich zu einer menschenleeren Sackgasse in einer menschenleeren Einkaufspassage. Kein Wunder, dass ich noch nie was von Vera gehört hatte. Bitte bleiben Sie von der Reklame weg. Sie machen es nur noch schlimmer. Die Auslage war ein Haufen Retro-Kitsch vom Feinsten. Weinkorken, Schlüsselanhänger, Glückwunschkarten mit Musik. Hallo, können Sie mir vielleicht helfen? Ich suche die Firma Vera Security. Aber natürlich, das ist der Laden gleich hinter Ihnen. Vielen Dank. Ich heiße übrigens George. Nennen Sie mich einfach Passam. Und bitte verzeihen Sie mir, aber ich bin nicht in der Stimmung zum Reden. Ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Schlimme Migräne, was? Fürchterlich. Das Gesumme und Geblitze von der alten Neonreklame macht mich wahnsinnig. Ich dachte, die Neonreklame hätte ein gewisses Potenzial, aber dann ging sie kaputt. Ist das Ihre? Nein, die ist noch vom Vorbesitzer. Das hier war mal ein Restaurant. Aber das Ding ist schrecklich. Es verhindert meinen wirtschaftlichen Aufstieg
und macht mir tierische Kopfschmerzen. Soll ich mal versuchen, die Neonreklame für Sie zu reparieren? Wissen Sie denn, wie das geht? Ich kann alles Mögliche reparieren, da bin ich gut drin. Dann versuchen Sie es bitte. Ich habe kein Händchen für Elektrokram. Marktanalysen und Trendvorhersagen sind eher mein Ding. Können Sie einen Nagelknipser gebrauchen? Nein. Riechen Sie mal hier dran. Hui, das ist noch das echte Zeug. Bassam hatte mir schon gesagt, wo ich Vera Security finden konnte. Ich schaute mir die Neonreklame gut an. Die Kabel lagen frei und die Abdeckung war kaputt. Kein Wunder, dass die Anzeige flackerte. Ich riss das Kabel ganz heraus. Naja, auch eine Art dafür zu sorgen, dass die Buchstaben nicht mehr flackerten. Jetzt leuchtete nur noch die Hälfte der Reklame. Das Gesumme und Geblitze hat aufgehört. Und ich bin Ihnen sehr dankbar. Aber die Reklame sieht immer noch ziemlich übel aus, was? Wenn man eine Marke von Grund auf neu aufbauen will, ist der richtige Name entscheidend. Ich brauche einen Namen, bei dem meine Kunden Sehnsucht bekommen. Lust auf Abenteuer und Schätze aus fernen Ländern. Ich könnte mir Ihre Reklame ja mal ansehen. Vielleicht fällt mir was ein. Sie sind ein hilfreicher Geist, wie aus einer Wunderlampe. Erzählen Sie mir was über Ihre Geschäftsidee. Dieser Laden wird mir mein Studium finanzieren. Und ich sammle zugleich praktische Erfahrungen. Aber dieses unsinnige Schild arbeitet gegen mich. Es sollte den Namen meines Ladens hinausschreien. Ich brauche etwas Neues, aber Vertrautes. Strahlend und auffällig, aber zugleich subtil und symbolisch. Die Auslage war ein Haufen Retro-Kitsch vom Feinsten. Weinkorken, Schlüsselanhänger, Glückwunschkarten mit Musik. Der Kerl schaffte es, beschäftigt auszusehen, obwohl kein einziger Kunde da war. Was ist denn los? Da ist ein Monster! Was? Wo? Auf dem Boden! Tun Sie es weg! Ach, die Kakerlake! Ja, die Kakerlake! Helfen Sie mir! Komm schon, Kleine. Die würde ich mit bloßen Händen niemals fangen. Der Aschenbecher war voller Zigarettenstummel. Mit goldenen Filtern. Sehr exotisch. Romanovs, eine russische Zigarettenmarke. Das Päckchen war leer.
Als Kind hat man mir immer gesagt, ich solle nicht mit Streichhölzern spielen. Aber ich konnte der Versuchung nie widerstehen. Lassen Sie das Radio in Ruhe und kümmern Sie sich um die verdammte Kakerlake! Ich kippte die Streichhölzer aus. Ich konnte sie nicht fangen, indem ich nur rumfuchtelte. Vielleicht konnte ich sie aber näher ranlocken. Auf dem Boden waren Krümel. Kein Wunder, dass sich die Kakerlake hier wohlfühlte. Ich stellte die Streichholzschachtel hin. Kakerlaken verstecken sich gerne an dunklen Stellen. Keine schlechte Idee, wenn man mal drüber nachdenkt. Die Kakerlake zierte sich. Ich brauchte einen Köder. Ich weigerte mich, die Kleine zu foltern. Selbst Kakerlaken haben Rechte. Da war eine Riesenkakerlake im Weg. Beim Vera-Telefon wurden sämtliche Kosten und Mühen gescheut, besonders die Kosten. Hallo, ich bin... Kakerlake, ich sehe das kleine Biest. Der Aschenbecher war voller Zigarettenstummel. Romanovs, ein leeres Päckchen. Könnten Sie mir bitte bei einem Ungezieferproblem helfen? Tut mir leid, aber solange ich dieses Geschäft hier nicht am Laufen habe, möchte ich mich nicht mit Nebenbeschäftigungen verzetteln. Ich brauche ein Markenzeichen. Eine prägnante Message, die meine Schlüsselzielgruppe am Schlawittchen packt und sie in meine ökonomische Wirkungssphäre schleudert. Wie meinen? Sie wissen schon, ein Name, der magisch und exotisch klingt, der eine nur unterbewusst wahrgenommene Sehnsucht anspricht. Ich habe ein paar Streichhölzer. Sollte man immer am Mann haben. Offenbar konnte man die Buchstaben umstecken. Schade, dass ich nicht die passenden Buchstaben für Bassams Namen hatte. Ich musste mir wohl etwas überlegen.
Hey, Nico. Ich bin jetzt bei Vera Security. Ziemlich schäbige Klitsche. Toll. Sonst noch was? Im Moment nicht. Naja, ruf an, wenn du was rausfindest. Mr. Rickenbacker? Ich wollte mal bei Vera Security vorbeischauen, der Firma, die Henri beauftragt hat. Gut, hauen Sie rein. Finden Sie raus, was Sie können. Aha, das schien ein guter Name zu sein. Hallo, Bassam. Wie wäre es hiermit? Ich weiß, Sie heißen nicht so, aber... Aladdin. Wie cool. Ein toller Name für meinen Laden. Passt zu allen Alleinstellungsmerkmalen. Schön, dass er Ihnen gefällt. Sie sind ein Genie, George. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, sagen Sie einfach Bescheid. Ah, Monsieur Stobart, was kann ich für Sie tun? Kennen Sie zufällig eine gute Methode, um eine Kakerlake zu fangen? Ehrlich gesagt, liegen mir Fragen zum Haushaltsausgleich unter liberalen ökonomischen Rahmenbedingungen mehr, George. Aber als Laie würde ich eine Falle vorschlagen. Auf gar keinen Fall dürfen Sie sie einfach zerquetschen. Und warum nicht? Weil Ihre gesamte Familie den Geruch wittern und zur Beerdigung vorbeischauen würde. Das wollen wir nicht. Sie brauchen eine Art Behälter. Dann würde ich das hier reinlegen. Teegebäck? Was ist das denn? Ein Keks? Der perfekte Kakerlakenkeks. Trocken, langweilig, man schmeckt nichts. Und will trotzdem immer noch einen. Ich werd's mal versuchen.
Freut mich, wenn ich helfen konnte. Was verkaufen Sie denn so? Na, endlich fragen Sie danach. Ich verkaufe all das, was Sie sonst nirgends in Paris bekommen. Zum Beispiel? Englische Biskuits, türkischen Honig, französische Audiokassetten, brasilianische Betamax-Videos. Ich beschloss, das Kabel mitzunehmen. Wenn Bassam gewusst hätte, wie wackelig der Schriftzug war, wäre er noch unzufriedener damit gewesen. Ich legte einen Köder in die Streichholzschachtel. Ich konnte der süßen kleinen Falle selbst kaum widerstehen. Erwischt! Sie sind ein Gentleman, zweifellos. Ich hasse Kakerlaken. Stets bereit, einer Dame in Nöten zu Hilfe zu eilen. Darauf möchte ich wetten. Kann ich Ihnen helfen? Ja, das hoffe ich doch. Mit wem kann ich hier ein paar geschäftliche Dinge besprechen? Mit mir, Cherie. Ich bin Annette, die Managerin. Du meine Güte, tut mir leid. Ich wollte Sie nicht... wegen der Handschuhe, verstehen Sie? Oh, den Fehler machen viele. Aber wenn Sie es dann merken, baut mich das wieder auf. Oh, ich wurde auch schon wieder aufgebaut. Sehr oft. Praktisch von null wieder aufgebaut. Ja, bitte? Es gab einen Diebstahl im Les Arts Bleus. Ein Gemälde wurde geraubt. Jammer, schade. Aber ich bin sicher, Sie werden drüber wegkommen. Ich glaube, Ihre Firma war für die Sicherheit zuständig. Oh nein, waren wir nicht. Oh wohl, waren Sie doch. Gar nicht. Wohl. Ich habe den ganzen Tag Zeit. Aber ich nicht. Kommt Ihnen dieser Nagelknipser bekannt vor? Ja, ich meine natürlich nein. Woher sollte ich den kennen? Erkennen Sie es wieder? Puh, das Zeug brennt einem glatt die Haare von den Beinen. Ich hatte mal einen Chef, der das Zeug benutzt hat. Sie wissen, was ich meine. Da steht, dass Vera mit der Sicherheit der Galerie beauftragt wurde. Da haben Sie wohl keine gute Arbeit geleistet, was? Woher haben Sie das? Aus der Galerie. Der Vertrag wurde gekündigt. Sie können uns nicht die Schuld geben. Ich hatte ein ganz schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Der Laden stank förmlich nach Briefkastenfirma und die einzige Anwesende war nicht sehr hilfsbereit. Vielleicht würde ich im Büro selbst mehr Informationen finden. Sind Sie fertig? Ich würde mir nämlich gern das nächste Rennen anhören. Nein, danke. Ich hab nen Keks. Diese staubtrockenen Hustedinger sind widerlich. Ich habe ein paar Streichhölzer. Ja, ich hab gesehen, wie Sie sie mitgenommen haben. Behalten Sie sie. Ich kann es mir nicht mehr leisten zu rauchen. Ich habe die Kakerlake gefangen. Schauen Sie mal, ist sie nicht putzig? Die geht! Bleiben Sie mir vom Leib damit! Danke. Hey, was soll das? Ich wollte das Rennen hören. Annette beobachtete mich mit Argusaugen. Beim Vera-Telefon wurden sämtliche Kosten und Mühen gescheut, besonders die Kosten. Würde es Ihnen was ausmachen, die Finger von der Büroeinrichtung zu lassen? Echt erstaunlich, was Annette alles aus dem Augenwinkel mitbekam. Sogar die Blume sah deprimiert aus. Hallo?
Hallo? Vera Security? Bei uns sind Sie sicher. Würde es Ihnen was ausmachen, die Finger von der Büroeinrichtung zu lassen? Echt erstaunlich, was Annette alles aus dem Augenwinkel mitbekam. Bitte bleiben Sie auf der anderen Seite. Irgendwie schien sie übersinnliche Fähigkeiten zu haben. Es war, als könne sie spüren, was ich vorhatte. Schon wieder falsch verbunden. Diese Anrufe stören wirklich. Ah, Monsieur Stobart, was kann ich für Sie tun? Der Keks hat gewirkt. Richtiger Kunde und richtiges Produkt. Die Kombination funktioniert immer. Wissen Sie etwas über Vera Security da drüben? Nichts Genaues. Ich bin noch nicht lange hier, aber die auch nicht so, wie es aussieht. Was meinen Sie damit? Schnell hochgezogen, der Laden. Neues Schild, geringe Investitionen und keine Kunden außer Ihnen. Ihr neues Schild gefällt mir wirklich. Es ist herrlich. Ich schulde Ihnen was. Wie finden Sie das? Ich bin sprachlos vor Begeisterung, George. Dank Ihrer Hilfe kann ich jetzt mein Retro-Angebot an Glückwunschkarten mit Musik, Haarbürsten und Souvenirs verkaufen. Und Sie wissen ja, was man sagt. Glückliche Verkäufer haben glückliche Kunden. Was verkaufen Sie denn sonst noch so? Schauen Sie einfach ab und zu mal rein. Sie werden sich wundern. Ach, wirklich? Können Sie einen Nagelknipser gebrauchen? Ah, ein Nagelknipser. Der kleine Bruder des Taschenmessers. Ich mag das Ding. Ich behalte es lieber. Ich hätte ihn eher als den dezenten Deo-Roller-Typen eingeschätzt. Ich hielt das für relativ zwecklos. Ich beschloss, das Kabel mitzunehmen. Wenn Bassam gewusst hätte, wie wackelig der Schriftzug war, wäre er noch unzufriedener damit gewesen. Danke für den Keks. Gern geschehen. Ich habe ein paar Streichhölzer. Sollte man immer am Mann haben. Ich habe die Kakerlake gefangen. Hier, sehen Sie. Ausgezeichnete Arbeit. Lassen Sie sie nur bitte nicht in der Nähe meines Ladens frei. In ein paar Wochen wimmelt es in diesem Laden von Leuten. Hoffe ich, nicht von Ungeziefer. Ich glaube, ich behalte sie. Ich werde sie Trevor nennen. Interessanter Name für ein Weibchen. Oldschool, beruhigend, harmlos. Ich sehe, Sie denken strategisch, George. Hi, Nico. Lass mich raten, du hast noch was rausgefunden. Im Moment nicht. Naja, ruf an, wenn du was rausfindest. Hallo, Vera Security? George Stobart hier. Ich sehe Sie durchs Fenster, Monsieur. Warum kommen Sie nicht rein und hören auf, meine Zeit zu verplempern? Hallo? Vera Security? Bei uns sind Sie sicher. Schon wieder falsch verbunden. Diese Anrufe stören wirklich. Mit einem kurzen Blick sah ich, dass die Schublade leer war. Bitte bleiben Sie auf der anderen Seite. Hallo, Vera Security, bei uns sind Sie sicher.
Schon wieder falsch verbunden. Diese Anrufe stören wirklich. Ich wollte sehen, welche Geheimnisse das Buch möglicherweise enthielt. Da war ein Foto. Natürlich habe ich es mir gleich geschnappt. Ein mieses Foto von Lane und Annette. Der Bursche nahm, was er kriegen konnte. Ja, bitte? Annette, wollen wir zweimal kurz im hinteren Büro verschwinden? Hallo? Wofür halten Sie mich? Bitte? Nein, ich meine, darf ich da mal einen Blick reinwerfen? Oh, verstehe. Nein, dürfen Sie nicht. Das ist privat. Haben Sie auf ein Pferd gewettet? Nein, ich höre nur gerne, wie Hufeisen auf den Boden trommeln. Ein ungewöhnliches Hobby. Nun seien Sie nicht so blöd. Natürlich habe ich 50 Mäuse auf Lucky Break gesetzt. Ah, naja, ich hoffe, Ihr Pferd gewinnt. Das tue ich auch, Sherry, das tue ich auch. Erkennen Sie das hier? Hey, das ist mein Foto. Das sind Sie zusammen mit Lane, glaube ich. Und wenn schon, was soll's? Und was bedeutet er Ihnen? Er ist mein Hector. Genau das, mein kleiner Hector. Ja, hatten Sie nicht gesagt, Sie hätten nichts zu tun mit der Galerie? Hören Sie, die Sache ist die, ich bin erst seit ein paar Wochen hier. Ich hatte mit dem Ding in der Galerie nichts zu tun. Ich übermittle nur die Papiere. Und wer hat vor Ihnen diesen Laden organisiert? Keine Ahnung, die frühere Managerin, sie kam eines Tages einfach nicht mehr zur Arbeit. Ich sollte eigentlich gar nicht mit Ihnen reden. Der Boss hat gesagt, ich solle meine Klappe halten. Ihr Chef, haben Sie seine Adresse oder Telefonnummer? Nein, habe ich vergessen. Ich meine, ich wusste sie noch nie. Annette, jemand hat ein schweres Verbrechen begangen. Sie stecken bis zum Hals in der Patsche. Ich hatte nichts damit zu tun. Hören Sie, ich brauche diesen Job. Ich brauche das Geld. Und es war ja nur ein doofes altes Gemälde. Ist doch keinem was passiert. Auf den Galeriebesitzer wurde geschossen. Und? Getroffen? Leider. Er ist ziemlich tot. Oh. Wir ermitteln hier in einem Mordfall. Also, wer ist Ihr Chef? Ich weiß es nicht. Ehrlich. Er schickt mir einen Fax, wenn er was will. Wer ist er? Ich habe nie mit ihm geredet, ihn nie gesehen. Sie machen der armen Annette doch keinen Ärger, oder? Danke. Ich war ziemlich sicher, dass Annette mir nichts weiter erzählen würde. Sie klang verängstigt. Es wurde Zeit, Lane die Daumenschrauben anzulegen, und ich wusste auch schon wie. Zeit, Lane zur Rede zu stellen. Ob die Witwe überhaupt etwas mit der Galerie zu tun hatte? Die Tür war versperrt. Ich bin's, George Stobbart. Kann ich raufkommen? Stobbart? Was treiben Sie denn hier? Gute Güte, sind Sie das, Lane? Ich wollte mit Ihnen reden. Mr. Lane, sagt Ihnen der Name Annette irgendwas? Ich habe keinen Schimmer, wovon Sie reden. Ich muss mit Madame Dubois reden. Ich bin sicher, das hat Zeit. Pech für Sie. Denn wenn Sie mich nicht reinlassen, erzähle ich der Polizei von Ihrer interessanten Verbindung zu der Sicherheitsfirma. Na gut, kommen Sie rauf. Aber machen Sie es kurz.
Gute Güte, George, Ihr Timing ist ja grauenhaft. Warum wäre jetzt ein schlechter Zeitpunkt, Sie einen Lügner zu nennen? Was wollen Sie? Ich komme gerade von Vera Security. Ja und? Was wissen Sie über den Inhaber von Vera Security? Ich hatte noch nie das Vergnügen. Erzählen Sie mir etwas über Annette. Über wen? Von Vera Security. Ich kenne keine Annette. Ich bin überrascht, dass Sie Ihren Eroberungen erlauben, Souvenirs zu behalten. Oh, woher haben Sie das? Annette hat es mir geliehen. Hören Sie endlich auf, damit rumzuwedeln! Kommen Sie schon, Lane. Erzählen Sie mir von Annette. Na schön, ich hatte mal was mit ihr, okay? Und jetzt reden Sie bitte etwas leiser. Und Sie beide haben dann das Sicherheitssystem für den Diebstahl präpariert, ja? Nein, nichts dergleichen. Außerdem war die Affäre auch ein Fehler. Sie erwies sich als recht anhänglich. Ich glaube Ihnen, Sie sind kein Verbrecher, bloß ein alter Lüstling. Das Alte vergessen Sie mal schnell wieder. Ich mache zufällig eine ganze Menge Frauen glücklich. Ja, besonders wenn Sie sie verlassen. Können Sie mir etwas über den Inhaber von Vera Security erzählen? Annette meinte, das sei irgend so ein sauer aussehender Russe. Na gut, Lane, verschwinden Sie. Sie sagen mir nicht, was ich tun soll. Soll ich lieber Bijou dieses Bild zeigen? Schon gut, ich gehe ja schon. Sie werden noch von mir hören, Stoppard. Versprochen. Und geben Sie mir das Foto. Wenn Lane die Wahrheit sagte, bedeutete das, Annette hatte gelogen. Sie hatte behauptet, den Besitzer nicht zu kennen und wollte mich schnell loswerden. Vielleicht verbarg sie ja etwas Interessantes in diesem hinteren Büro. Und stellen Sie sich auch mal ordentlich vor. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Madame. Mein Name ist George Stobart. Nennen Sie mich Bijou. Hallo, junger Mann. Wie schön, dass Sie mich besuchen. Was kann ich denn für Sie tun? Ich komme von der Versicherung. Mein tiefstes Beileid zu Ihrem Verlust. Henri, mein armer Wilder. Er starb in der Blüte seines Lebens. Dürfte ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Sicher, warum nicht? Ein kleiner Chat, wie Sie als Amerikaner wohl sagen würden, täte mir bestimmt gut. Henri war sehr tapfer in der Galerie. Er versuchte, den Dieb aufzuhalten und zahlte dafür mit seinem Leben. Henri war mein Löwe und mein Schmusekater. Wie fühlen Sie sich? Ich versuche, es immer noch zu verarbeiten, Cherie. Können Sie mir etwas über die Galerie erzählen? Liefen die Geschäfte gut? Die Galerie war Henris Baby. Er hat nie mit mir darüber geredet. Sie hatten also nichts damit zu tun? Gar nichts. Geschäftliches liegt mir nicht so. Ihr Plattenspieler scheint immer das gleiche Lied zu spielen. Ja, dieses Lied tröstet mich. Es erinnert mich an Henri. Bijou, ich glaube, der Dieb hatte Hilfe von jemandem, der zur Galerie gehört. Hector Lane war es nicht. Der ist nicht verschlagen genug. Aber wer sonst? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es noch rausfinden. Das verspreche ich Ihnen. Danke für Ihre Hilfe, Bijou. War mir ein Vergnügen, junger Mann. Kommen Sie jederzeit wieder. Bijou schien nichts zu wissen. Ich konnte Lane noch immer nicht recht glauben. Annette andererseits hatte mich wegen des Besitzers von Vera Security angelogen. Henri war jetzt in einen billigen Anzug gekleidet. Im Vergleich gefiel mir die Weste besser.
Ein kleiner, ausgestopfter Hund stand auf dem Tisch. Das arme Tier, war das da eine Träne in seinem Glasauge? Der Plattenspieler spielte immer wieder das gleiche Lied. Hübsch haben Sie es hier, Bijou. Oh, vielen Dank. Ich liebe schöne Dinge. Zwei ineinander verschlungene Liebende erinnerte mich an dieses Verrenkungspartyspiel mit der Matte. Der Künstler stand am Beginn seiner kubistischen Phase. Ein zartes Muttermal war der einzige Makel auf der perfekten Haut des Modells. Das Modell knieumschlang. Der Blick bis rüber zum Bois de Boulogne war atemberaubend. Amerika ist mein Land und Paris meine Heimatstadt. Das Modell blickte lässig in die Welt. Chérie, bitte lassen Sie die Finger von meinem Tisch. Bei mir muss alles perfekt und ordentlich sein. Lassen Sie bitte die Finger von meinen Sachen. Es wurde schon dunkel. Annette hätte bestimmt längst Feierabend gemacht. Es war Zeit, Vera Security einen Besuch abzustatten. Die leere Einkaufspassage wurde von hellem Mondschein erleuchtet. Die perfekte Atmosphäre für ein wenig Detektivarbeit. Ich musste mich im Hinterzimmer umsehen und dazu musste ich da rein. Da war ein Stromkasten, aber vom Boden aus kam ich nicht ran. Ich hatte nicht den Hauch einer Chance, das Rolltor mit bloßen Händen aufzuschieben. Ich musste einen anderen Weg finden. Bassams ganze Ware war sicher weggesperrt. Ich öffnete den Deckel. Da drin war eine Klimaanlage und Bingo, die Steuerung für das Rolltor. Es klappte nicht. Das lohnte sich nicht. Das war knapp gewesen. Auf dem Kabel war Strom.
Das war knapp gewesen. Auf dem Kabel war Strom. Das war der Stromschalter. Das war das Kabel von der Torsteuerung. Das Kabel war zu dick, um es mit dem Nagelknipser zu durchtrennen. Das war das Kabel von der Torsteuerung. Ich hatte nicht den Hauch einer Chance, das Rolltor mit bloßen Händen aufzuschieben. Das war die Torsteuerung. Kein Anzeichen von einem Knopf oder einem Schlüsselloch. Das musste sich per Fernsteuerung öffnen lassen. Ein Kabel führte oben in den Stromkasten. Ich hatte das Kabel zerschnitten. Ich hoffte, ich hatte keinen Fehler gemacht. Das war die Steuerung für das Rolltor. Mein Kabel war zu kurz, um die Lücke zu überbrücken. In der Schublade lag ein einzelnes Wattestäbchen. War wohl mein Glückstag. Es war nicht mal benutzt. Im Zimmer war es stockfinster. Ich konnte nichts sehen. In der Ecke des Raumes stand der Roller eines Pizzaboten. Genauso einer wie der, auf dem der Mörder geflohen war. Im Reißwolf hatte sich ein Brief festgefressen. Der Reißwolf klemmte. Ich versuchte, die Zahnräder zu bewegen, aber sie saßen völlig fest. Die Wartung war lange überfällig.
Nee, ich musste was anderes versuchen. Das würde nie funktionieren. Das war der Roller eines Pizzaboten. Öl war aus dem Roller auf den Boden getropft. Die Kiste war leer. Annette hatte alles rausgeräumt. Nur Unordnung und leere Kartons. Der Lüftungsschacht hatte an der Seite einen kleinen Riegel. Eine perfekte Gelegenheit, Lanes Nagelknipser einzusetzen. Das Ding war besser zum Schneiden als zum Hebeln geeignet. Durch das Gitter sah ich etwas Glänzendes, aber es war zu dunkel, um genaueres zu sehen. Ich hatte nur wenige Streichhölzer, vermutlich keine gute Idee, eins zu benutzen. Das würde niemals klappen. Ich schmierte etwas von dem Öl auf das Wattestäbchen. Ich ölte die Zahnräder. Zeit nachzusehen, was in dem Brief stand.
Es war ein Brief von Henri, der bestätigte, dass Vera Security den Vertrag für die Ausstellung bekam. Und es stand darin, wer bei Vera das Sagen hatte. Ein Typ namens Medowski. Auf den ersten Blick schien das alles ganz normal. Aber wieso dankte Henri diesem Medowski für seine Großzügigkeit? Und wieso war er erfreut, ihn zu repräsentieren? Vielleicht war Medowski der Eigentümer, den wir gesucht hatten. Das ergab keinen Sinn. Ich spürte deutlich, dass es hier nicht mit rechten Dingen zuging. Ich steckte Brief und Büroklammer ein. Die Büroklammer war dafür perfekt. Da war definitiv etwas drin. Durch das Gitter sah ich etwas Glänzendes. Aber es war zu dunkel, um genaueres zu sehen. Das wäre nutzlos. Ich hatte nur wenige Streichhölzer. Vermutlich keine gute Idee, eins zu benutzen. Durch das Gitter sah ich etwas Glänzendes, aber es war zu dunkel, um genaueres zu sehen. Ich hatte den Strom zum Torantrieb umgeleitet. Das würde nie funktionieren. Ich hatte das untrügliche Gefühl, dass in dem Büro noch mehr Informationen warteten. Vielleicht hatte der Mörder noch etwas Belastenderes zurückgelassen als den Roller. Durch das Gitter sah ich etwas Glänzendes. Aber es war zu dunkel, um genaueres zu sehen.
Das war der Roller eines Pizzaboten. Der Reißwolf hatte schlapp gemacht. Annette musste ihn überfordert haben. Die Kiste war leer. Annette hatte alles rausgeräumt. Ich hatte nur wenige Streichhölzer. Vermutlich keine gute Idee, eins zu benutzen. Nee, ich musste was anderes versuchen. Das klappte nicht. Der Schacht war schon offen. George? Nico, du ahnst nicht, was ich gefunden habe. George, weißt du, wie spät es ist? Ich habe einen Brief von Henri an Vera gefunden, über die Alarmanlage und die Position des Bildes. Echt nett, dass du mich dafür geweckt hast. Danke. Kein Problem. Dachte, das würde dich interessieren.